Ja, ich glaube, wir sind schon auf Leitung. Good afternoon, hello and welcome. My name is Marion Kresky. I'm the director of the Heinrich Böll Office in Sarajevo. Welcome to the History Forum 2020, an event with tradition for a couple of years organized in cooperation with Memorial from Moscow. This year in a digital format, this is for you and for us for sure kind of a premiere. For all of you who did not attend our first panel in the afternoon today, we would like to give you now some background information about technical support and procedures. For our panel, we are offering today three official languages, English, German, and Russian. You can go to the Zoom taskbar at the bottom where you find the button interpretations. There is a small globe. Here you can choose your channel for the language you would like to listen to. Our topic today, experiences of violence between commemoration and tabuization. Erinnerung und Tabuisierung. Und wir möchten natürlich noch weitere Einblicke bekommen in das Thema und unsere Gäste vorbereiten. Ich gebe jetzt das Wort an Irina Scherbakova, eine Moderatorin. Wir sind heute im Team hier und sie sitzt in Moskau. Irina, Sie haben das Wort. Ich begrüße jetzt alle Teilnehmer auf Deutsch und wir setzen unsere Arbeit vor. Ich hoffe, dass Sie auch die vorige Stunde mit uns waren, weil das Gespräch wird ja wieder sozusagen weitergeführt. Und wir sprechen heute, wie Marion schon auf Englisch gesagt hat, über Gewalterfahrungen zwischen Aufarbeitung und Tabuisierung. Und ich glaube, es war alles verständlich, was Marion gesagt hat, wo man die Übersetzungstaste finden kann. Und die ist zwar unten auf so einem Erdballzeichen. Das kann man ja jetzt dann in drei Sprachen unsere Panel verfolgen. Und jetzt würde ich gerne wahrscheinlich erstmal als ich zwei Panelisten erstmal vorstellen. Und das sind und mit großem Vergnügen, weil das sind einerseits Marta Havrischko. Sie ist Historikerin, hat einen Doktortitel in der Geschichte und ist eine wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für Zeitgeschichte im Kripiakiewicz-Institut für ukrainische Studien in der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Ukraine. Und momentan ist sie Research, ich begrüße ja Marta, Research Fellow im Holocaust Memorial Museum in US. Und sie ist Autorin von einem Buch und hat auch zahlreiche Artikel über Gewalt und Geschlecht, Sexualität im Zweiten Weltkrieg geschrieben, über Gender, Feminismus. Also es freut mich sehr. Und Marta, sehe ich, ist schon mit uns. Hallo, Marta. Ja, aus US nehme ich an, Zeitunterschiede, Gott sei Dank. Und dann und als nächste Panelistin möchte ich Aida Papikian vorstellen. Ich hoffe, sie ist auch mit uns, kann uns hören. Sie ist Forscherin im südkaukasischen Regionalbüro Heinrich Böll Stiftung in Jerewan in Armenien. Sie war in verschiedenen Projekten beteiligt, also jetzt sehe ich auch Aida, mit menschenrechtlicher und historischer Thematik, mit Oral History und hat sich auch mit Forschungsarbeiten zum Thema Zweiter Weltkrieg und Frauen beschäftigt und Frauen als Opfer politischer Repressalien in Südkaukasus zu den Sowjetzeiten. Also Aida, herzlich willkommen. Und ich freue mich sozusagen auf unser Gespräch und gebe jetzt weiter an Marion das Wort. Dankeschön, Irina. Jetzt kommen wir zu unseren beiden nächsten Gästen. Ich freue mich sehr, nun Robert Sommer vorzustellen. Er ist freier Historiker und Kulturwissenschaftler, der unter anderem auch mit der Universität von Chicago zusammenarbeitet und mit der Gedenkstätte Ravensbrück, der sich seit Jahren mit einem sehr eindrucksvollen und auch eher unbekannten Thema auseinandersetzt. Und das werden wir heute mit ihm auch diskutieren. Es geht um Lagerbordelle in den KZs. Wir werden dieses Thema gleich mit ihm im Detail beleuchten. Herzlich willkommen, Robert, dass Sie heute dabei sind. Hallo, hallo.
Und unser vierter Gast, last but not least, ich begrüße Adela Jušić aus Sarajevo. Sie ist Künstlerin, Feministin, Aktivistin, die ebenfalls ein sehr wichtiges Thema für uns hier heute beleuchtet, Frauen in der Partisanenbewegung. Wir hatten das Thema gerade schon auch im ersten Panel. Jene Bewegung, die im Zweiten Weltkrieg in Osteuropa, aber insbesondere eben auch auf dem Balkan, den Widerstand gegen Nazi-Deutschland und seine Verbündeten organisierte. Also ein sehr spannender Fokus. Und mit ihm werden wir heute auch beginnen. Ich hoffe, dass Adela Jušić jetzt da ist. Adela, hallo, herzlich willkommen. Ja, unser Thema der diesjährigen Ausgabe, hallo, herzlich willkommen, ist ja Frauen im Zweiten Weltkrieg, also in der Geschichtsschreibung eine Perspektive, die eher marginalisiert dargestellt ist. Umso mehr freuen wir uns heute darauf, diese Perspektive hier mit Ihnen, mit unseren Gästen hier eingehender zu diskutieren. Und dabei geht es in diesem Forum eher weniger darum, was genau stattgefunden hat, also welche historischen Taten vor sich gegangen ist, sondern wie es erinnert wird oder wie eben auch nicht erinnert wird und wie tabuisiert wird. Ja, dazu haben wir diese vier wunderbaren und spannenden Gäste eingeladen und wir freuen uns jetzt sehr. Wir sehen einen Filmbeitrag von Adela Jušić. Thank you. Just a second to share my screen. Vielen Dank. Ich muss jetzt nur noch meinen Bildschirm freigeben. Es dauert immer einen Moment. Bislang hat heute alles wunderbar technisch geklappt. Okay. Now everything is supposed to work. Gut, jetzt sollte das eigentlich funktionieren. Ja, es tut sich etwas. Okay. I'm about to play now. Okay. Ich spiele den Film jetzt ab. Sie schloss sich der Volksbefreiungsbewegung an, weil dies die Bewegung gegen den Faschismus war. Sie schloss sich der Volksbefreiungsbewegung an, weil sie Freiheit für ihr Volk wollte. Sie schloss sich der Volksbefreiungsbewegung an, weil sie die Freiheit für sich selbst wollte. Sie schloss sich der Volksbefreiungsbewegung an, weil man ihr das versprochen hatte. Die Bewegung wird auch für die Frauen Jugoslawiens Früchte tragen. Und niemand wird jemals in der Lage sein, ihnen diese hart verdienten Errungenschaften aus den Händen zu reißen. Sie schloss sich der Volksbefreiungsbewegung an, weil man ihr sagte, es sei eine Bewegung für die Gleichberechtigung der Frauen. Sie zog in den Krieg, weil sie eine Patriotin war. Sie zog in den Krieg, weil sie ihrem Vater und ihren Brüdern folgte. Sie zog in den Krieg, um ihrem Vater und ihren Brüdern zu entkommen. Sie ging in den Krieg, weil der Krieg für sie Freiheit bedeutete. Okay.
Sie glaubte, dass Frauen nach dem Ende des Krieges gleichberechtigt an der Entscheidungsfindung im sozialen Bereich beteiligt sein würden. Sie glaubte, dass Frauen nach dem Ende des Krieges gleichberechtigt an der Regierung beteiligt sein würden. Sie glaubte, dass Frauen nach Kriegsende für ihre Verdienste ausgezeichnet werden würden. Sie glaubte, dass ihr Kampf die Freiheit auch für Frauen gewinnen würde. Sie glaubte, sie sei eine Genossin ihrer männlichen Kameraden. Sie glaubte, dass Brüderlichkeit und Einheit nicht nur die Einheit von Brüdern, sondern auch die von Brüdern und Schwestern sei. Sie wusste nicht, dass der Kampf gegen den Faschismus nach dem Kampf gegen den Faschismus nicht zu Ende sein würde. Hinsichtlich körperlicher Kraft und Ausdauer war ihr kein Mann ebenbürtig. Sie erfüllte alle Aufgaben mit viel Enthusiasmus und Eifer. Sie galt als revolutionärstes Mitglied ihrer Gruppe. Aus ihrem roten Seidenrock, den sie erst trug, nachdem sie die Fahne genäht hatte, stickte sie mit gelbem Garn die Sichel, den Hammer und den Stern auf. Als sie einmal als Armeeköchin eingesetzt wurde, fühlte sie sich beleidigt. Sie wurde tödlich verwundet, als sie einen verwundeten Kameraden rettete. Auf der Bahre, auf dem Weg ins Krankenhaus, sang sie ihre Kampflieder. Sie wurde als Heldin zu Lebzeiten nicht gewürdigt. Sie wurde als Heldin nach ihrem Tod nicht gewürdigt. Der Platz, der früher nach ihr benannt war, hat jetzt einen anderen Namen. Die Schule, die früher nach ihr benannt war, hat jetzt einen anderen Namen. Eine Büste von ihr sitzt nicht mehr auf ihrem Sockel. Auf ihrem Grab steht kein Name mehr geschrieben. Auf ihrem Grab steht unbekannte Partisanin. So, ich hoffe, Sie können mich jetzt auch hören. So, ich habe den Bildschirm jetzt wieder rausgenommen. Kann sie nicht hören. Vielen lieben Dank. Ganz kurz, in zwei, drei kurzen Sätzen eine Nachfrage. Sagen Sie doch kurz noch, wo sich dieser Grabstein befindet und warum Sie sozusagen diesen Film gedreht haben. So basically, yeah, just in few sentences after the war. Vielleicht ganz kurz, nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Namen der Partisanen oder die nicht bekannt waren, dann gab es eben oft diese Bezeichnung unbekannter Partisan oder unbekannte Partisanen. Und ich habe diese Worte nachempfunden, unbekannte Partisanen. Und wir haben das in einem Park in Sarajevo an einer relativ wichtigen historischen Stelle aufgestellt, wo ehemals das Rathaus stand und auch ein wichtiges Gefängnis, wo viele Frauen während des Krieges als Kriegsgefangene gehalten wurden. Und man hat diesen Grabstein nicht weiter beachtet. Er sitzt dort immer noch an dieser selben Stelle.
Und es geht also um einen bestimmten Text, den ich geschrieben habe. Und es beruft sich auf das Leben der Frauen, die während des Zweiten Weltkrieges Heldinnen waren und nicht gewürdigt wurden. Und dann gibt es ein faschistisches Lied zum antifaschistischen Lied und wird dann wieder zurückgewechselt, die Musik, die Sie im Hintergrund hören. Und es ist ein gewisser Weg durch die Geschichte des ehemaligen Jugoslawiens. Vielen Dank, Adela. Ich gebe bald an Irina, die unsere nächste Gästin anmoderieren wird. Ja, also jetzt möchte ich Marta Havrischko einladen zu ihrem kleinen Vortrag. Und ich noch ein bisschen, ein paar Worte zum Kontext doch, bevor Marta zu sprechen beginnt. Worüber wir hier vielleicht sprechen, heute sprechen wollten. Das ist diese Mischung oder Gegeneinandersetzung zwischen der sehr starken Tabuisierung von dem, was die Frauen wirklich erlebt haben, und einem heroischen Mythos. Und ihre Stummheit kommt ja aus dieser Spannung ja heraus, wie wir schon das in der vorigen Stunde erwähnt haben. Und jetzt möchte ich Sie bitten, jetzt Marta mit Ihrer Präsentation hier bei uns zu sprechen. Marta? Okay, thank you very much, Irina, for kind introduction. Ja, vielen Dank, Irina, für diese nette Einleitung. Können Sie jetzt meinen Bildschirm sehen und die PowerPoint-Präsentation? Ja, wunderbar. Dann können wir da soweit auch fortführen. Ich würde also mit meiner Präsentation beginnen. Männer wurden hauptsächlich als Männer betroffen und Frauen als Frauen. Beide wurden ähnlichen Formen der Gewalt unterworfen, Zwangsarbeit, Deportation. Aber nur Frauen mussten die Schwangerschaft erleiden, die Fehlgeburten, Vergewaltigungen. Und trotz der Tatsache, dass die jüdischen Männer auch oft sexueller Gewalt unterworfen wurden, waren die hauptsächlichen Überlebenden sexueller Gewalt eher Frauen. Die sexuelle Opferrolle der Frauen kann man hier sehr gut an dieser Karte erkennen. Das geschah auf der Straße, in den Häusern, auf den Todesfeldern und in verschiedenen Ghettos in der Ukraine im Zweiten Weltkrieg waren die Frauen das häufigste Opfer sexueller Unterdrückung und sexuellen Missbrauchs. Und ich konzentriere mich auf die Ghettos und die Lager. Und dort möchte ich die Rolle der verschiedenen Täter noch einmal hinterleuchten, einschließlich der ukrainischen Mittäter oder jener, die die Nazis unterstützt haben, die Mitglieder der Verwaltung der Lager zum Beispiel. Frauen wurde oft sehr eindrücklich untersucht und ihnen damit deutlich gemacht, dass sie anders als Männer sind. Diese Tätigkeiten haben die Sicherheit der Frauen ganz wesentlich unter Druck gesetzt, statt dies direkt ins Verhältnis mit der Gewalt zu setzen. Die Frauen haben nicht nur unter der Wahl- und Willführigkeit der Männer zu leiden gehabt. Oft suchte man nach Variablen der sexuellen Gewalt. Es gab auch Fälle sexualisierter Gewalt, die als Strafe eingesetzt wurden, falls die Frauen sich falsch verhalten haben. Eine der Holocaust-Überlebenden des Januska-Camps erinnerte sich zum Beispiel, dass ein Mitglied der Lagerführung eine
nicht, dass eine Frau der Lagerführung nicht Gehorsam leistete und diese Frau wurde dann an den Genitalien verletzt. Sie sollte sich dann so lange im Kreis um den Appellplatz bewegen, bis sie letztlich vor Erschöpfung zusammenbrach. Es gab medizinische Experimente, verschiedene Formen der Gewalt, die dann als genozidähnliche Gewalt betrachtet werden. Einer der wesentlichen Fälle der sexuellen Gewalt gegen Frauen war natürlich die Vergewaltigung. Wenn Frauen wurden auf diese Weise eingeschüchtert. Oft fand man auf diese Weise den Ort oder die Position der Wertsachen heraus. Das passierte recht häufig in den jüdischen Wohnhäusern und dort, wo Frauen anwesend waren. Hier auf dem Bildschirm können Sie jetzt ein Zitat sehen, eine der jüdischen Überlebenden. Das ist ein Ghetto im westlichen Teil der Ukraine und dort sieht man, wie einer der Polizisten diese Gewalt gegen die Juden ausführt. Vergewaltigung fand natürlich auch in den Lagern statt. Die Frauen wurden in den Baracken und auch in den eigenen Wohnhäusern vergewaltigt. Um das Verbrechen zu verschleiern, wurden die Frauen letztlich auf dem Tode zugeführt. Bogdanovka ist da ein solches Lager im Nordwesten der Ukraine. Es gab auch oft Massenvergewaltigungen. Da gab es ganze Gruppen von Tätern, die in die Baracken einbrachen, in die Wohnhäuser einbrachen und junge jüdische Frauen vergewaltigten. Hier kann man an dem Zeugenbericht von Clara sehen, dass sie verschiedene Fälle kennt, wo Kinder tatsächlich mit betroffen waren, jüdische Kinder, die sexuell von den Deutschen und ihren Mittätern missbraucht wurden. Oft wurden ältere Frauen ausgesucht. Man hat dort verschiedene Auswahlverfahren in den Lagern vorgenommen und wir haben hier eine der Überlebenden des Stepan-Ghettos, die sich erinnert und sie sagte, dass dort junge Frauen aufgegriffen und vergewaltigt wurden. Sie wurden wirklich brutal behandelt und dann brachten sie zurück und sie waren dann wirklich so gut wie tot. Viele starben an den Verletzungen der Vergewaltigungen oder dann später darauf. Nicht alle Frauen erholten sich nach den Tathandlungen. Viele der Frauen wurden auch direkt nach der Vergewaltigung getötet, damit sie davon nicht berichten könnten. Es gab natürlich auch Schwangerschaften. Viele der also die Angehörige der Lagerführung haben oft ihre Positionen ausgenutzt und haben die Frauen nur dann aus dem Ghetto gelassen, haben ihnen nur dann Freiraum gelassen, wenn sie sexuellen Handlungen zugestimmt haben. Hier sehen Sie einen Zeugenbericht, einer der Überlebenden in Skankodisk, Clara. Ja, das hat sie den sowjetischen Behörden berichtet und sagt ganz eindeutig, dass sexhungrige Frauen dort quasi, hungrige Frauen überzeugt wurden, sexuellen Handlungen zuzustimmen, damit sie eben was zu essen bekämen und ihr Überleben so gesichert wäre. Junge Mädchen wurden auch als Hausangestellte eingestellt, um dann mit ihnen eben auch solche sexuellen Handlungen einzugehen. Der Körper wurde dort als lebenswichtiges Werkzeug betrachtet. Diese Frauen konnten dann sexuelle Handlungen mit mächtigen Männern aufnehmen, um dann ihr eigenes Überleben und das ihrer Familien zu sichern. Hier sehen Sie die Fotos von zwei Holocaust-Überlebenden. Ein Foto vor dem Krieg und ein Foto dann nach dem Krieg. Und sie
erklärte, dass sie jüdische Frauen kannte in Pjatigorsk, in einem Ghetto, und diese Frau prostituierte sich tatsächlich, um überleben zu können. Und sie schaffte es dann später, diesem Ghetto zu entfliehen, eben mit Hilfe dieses Werkzeuges, mit Hilfe ihres Körpers als Überlebensstrategie. Was für uns wichtig ist, dass man nicht nur das Leiden der Frauen betrachtet und beschreibt, wie sie sich daran erinnern, welches Trauma sie aus dieser Zeit mitgenommen haben, wie sie sich an diese Momente erinnern, welche Auswirkungen haben diese sexuellen Missetaten auf sie gehabt und was waren tatsächlich auch die Motivationen dieser sexuellen Gewalt? Oft war die Motivation eine ideologische und politische. Es gab da sehr viele verschiedene Faktoren, die zusammenfließen. Und es ist gar nicht so einfach, einen bestimmten Grund für jeden einzelnen Fall herauszufinden. Aber die häufigsten und offensichtlichsten Motive waren natürlich ideologische und politische Beweggründe in der russischen Theorie, der Antibolschewismus, Antisemitismus. Dann gibt es natürlich den Kriegsfaktor. Die Soldaten waren recht weit entfernt von zu Hause. So wurden alle Kriegsgeschehen und Grausamkeiten von ihnen beobachtet. Diese Gewalt wurde dann von ihnen oft weitergegeben, auch in Form von sexueller Gewalt. Massenvergewaltigungen waren oft Handlungen, die im Bereich der militärischen Bruderschaft stattgefunden haben. Pornografie spielte auch eine wichtige Rolle in diesen Verhaltensweisen. Da haben wir soziokulturelle Faktoren, persönliche und natürlich Frauenfeindlichkeit als solches. Ja, ich bin mir durchaus bewusst, dass ich zum Ende kommen muss. Aber ich wollte noch einmal unterstreichen, dass es unterschiedliche Beispiele der sexuellen Gewalt gibt. Und es ist wichtig zu verstehen, dass die Gewalt instrumentalisiert wurde, nicht nur als Nebenwirkung oder als Nebentat des Krieges, sondern als Kriegswerkzeug selbst und als Werkzeug des Völkermordes. Vielen Dank. Danke. Danke, Martha. Das war sehr interessant. Und darf ich eine Nachfrage stellen jetzt? Und zwar über die Quellen, Martha. Sind das die Akten, die jetzt zugänglich geworden sind für Sie? In dieser neuen Situation in den ukrainischen Archiven? Ja, tut mir leid. Bin ich jetzt zu hören? Mhm. Oder ist das Mikrofon aus? Gut. Also vielen Dank. Wir haben eine Reihe von Quellen zur sexuellen Gewalt in der Ukraine. Und für mich als Historikerin ist die beste Quelle tatsächlich, sind die Zeugenaussagen über Vergewaltigungen, weil sie sehr lebendig die schmerzhafte, traumatische Erfahrung beschrieben wird. Und viele Frauen tragen diese Geschichten über Jahrzehnte in sich. Und über verschiedene Projekte konnten wir nun ihre Stimmen hören, über ihre Erfahrungen. Und außerdem sind natürlich auch die Stimmen von jüdischen Männern sehr wichtig, weil sie auch einige Vorfälle sexueller Gewalt beschreiben konnten, bei denen niemand überlebt hatte. Das heißt, sie konnten hier andere Dinge beschreiben. Und es gibt natürlich auch sehr gute Quellen, wie die KGB-Akten, weil auch Gerichtsurteile nach dem Krieg
enthalten viele Informationen über auch diejenigen, die sexuelle Gewalt ausgeübt haben. Und natürlich sollten wir aber letztendlich jede Quelle mit berücksichtigen, die in Zusammenhang steht mit Frauen und ihren Erfahrungen im Holocaust. Meine Frage war nicht zufällig, weil wir haben Hunderte von Frauen interviewt und nur zwei von ihnen haben zugegeben, dass sie selbst vergewaltigt wurden, und zwar in Nebensätzen. Und ich meine jetzt die Frauen aus dem sowjetischen Bereich sozusagen, aus Ukraine, aus Weißrussland, aus Russland. Immer waren das die Geschichten über andere. Erzählt, aber das waren sehr selten die Geschichten, die man über sich selbst erzählt hat. Deshalb meine Nachfrage. Also weil das ist eine sehr wichtige Geschichte. Ja, die Frage auch, Irina. Dankeschön. Erstmal Martha hier. Wir machen ein wenig weiter. Erst einmal, damit wir unsere Präsentationsrunde beenden können. Martha sprach ja gerade an das Thema sexuelle Gewalt. Das wird auch bei unserer nächsten Präsentation eine wichtige Rolle spielen. Es geht ja immer auch darum, wie erinnert wurde und ob überhaupt erinnert wurde. Robert Sommer wird jetzt ein Thema vorstellen, das lange Zeit von Historikern auch komplett ignoriert wurde. Und ich freue mich insbesondere auch auf den Vortrag. Er wird auch eine PowerPoint-Präsentation zeigen und uns das Thema ein wenig näher bringen. KZ-Bordelle. Ja, recht schönen Dank, Marion. Bin ich zu hören? Ja. Okay. Das Thema, über das ich heute reden möchte, ist natürlich schwierig, das sehr komplexe Thema in dieser kurzen Zeit darzustellen. Ich gebe mir die beste Mühe, das zu tun. Ich habe eine kleine Präsentation und ich schaue mal hier, wie das funktioniert. Okay, Bildschirm freigeben. Okay. Ist das zu sehen? Nee, ist wahrscheinlich nicht zu sehen. Nee, noch nicht, aber... Ich glaube, ich muss hier den Bildschirm freigeben erst. Freigeben, genau. Unten auf der Taskleiste freigeben und dann sollten... Okay. Bildschirm freigeben. Bis auf die kleinen technischen vorhin... ist das zu sehen? Nein, noch nicht. Ist das freigeben und dann... Freigeben. So da haben wir es. Super, wunderbar. Ja, also ich spreche, ist das zu sehen? Hallo? Bin ich zu hören? Ja, wir hören dich. Allerdings sehen wir jetzt eher dich in mehrfacher Ausführung, noch nicht die PowerPoint-Präsentation. Das sollte so nicht sein. Ich probiere es mal nochmal. Ja, wir können es nochmal probieren, sonst können wir auch... So. Aha, da kommt etwas. Wunderbar. Okay, jetzt sehen wir was. Ja, okay, ich habe das jetzt in Englisch gemacht. Ich hoffe, das ist besser zu sehen dann. Ja, das ist gut. Okay. Wenn wir uns an die nationalsozialistischen Konzentrationslager erinnern, denken wir zumeist an Leichenberge, an die Krematorien von Auschwitz und an das unvorstellbare Massenmorden der Nazis. Allerdings gibt es eben auch eine andere Seite der Konzentrationslager. Die Lager waren seit Anfang oder seit Mitte der 30er Jahre und ganz speziell seit Anfang der 40er Jahre auch wichtige Produktionsstätten für die Nazis. In den Lagern sollten die Häftlinge halt nicht nur gequält oder getötet werden, sondern auch in Fabriken arbeiten und das effizient für die SS. Für die SS war das eine wichtige Einnahmequelle. Das Problem war eben nur, dass die Arbeitsproduktivität der Häftlinge in den Lagern unwahrscheinlich gering war, weil sie gehungert haben, weil sie unter schlechten Bedingungen gelebt haben und weil natürlich diese das Arbeiten in den Fabriken viel zu viel Energie kostete und das niemals durch Essen ersetzt werden konnte. Die SS hatte dadurch eine Idee und seit 1942 sollten in den großen Lagern für Häftlinge Anreize geschaffen werden. Und diese Anreize waren höhere Essensrationen oder Briefe zu schreiben an die Angehörigen außerhalb des Lagers. Aber es waren eben auch der Bordellbesuch als besonderes Privileg oder als Prämie für besondere Arbeitsleistungen. Das ist natürlich erstmal völlig absurd.
weil wir können uns vorstellen, die Häftlinge in den Lagern hatten viele Interessen, aber nur nicht in ein Bordell zu gehen. Das Überleben stand im Vordergrund, die Frage des Essens stand im Vordergrund, aber eben sozusagen nicht der Besuch in einem Bordell. Trotzdem hat die SS seit 1942 in den großen Lagern solche Bordelle errichtet. Und ich muss es nochmal sagen, es waren Bordelle speziell für männliche Häftlinge. Der SS war es verboten, in diese Bordelle zu gehen. Und ich habe hier mal ein Bild einer Baracke, eines Bordells. Und dieses ist das Bordell, die ehemalige Bordellbaracke des Bordells in Buchenwald. Frauen, ehemals auch Häftlingsfrauen aus dem Lager Ravensbrück oder aus Auschwitz-Birkenau, wurden selektiert, teilweise auch mit falschen Versprechungen, und in diese Bordelle gebracht. Die allermeiste Zahl der Frauen waren deutsche Frauen. Es gab auch einige sowjetische Frauen und polnische Frauen. Und der Grund, weshalb zumeist deutsche Frauen in diesen Bordellen waren, war, dass auch zumeist deutsche Häftlinge das Bordell besuchten. Müssen wir uns vorstellen, dass in den Konzentrationslagern jüdische Häftlinge eine Minderheit waren. Die meisten Juden waren entweder in den Ghettos untergebracht oder wurden in die Vernichtungslager gebracht und dort ermordet. Viele Häftlinge in den Lagern waren polnischer Herkunft, waren deutscher Herkunft, waren tschechischer, sowjetischer Herkunft, sowjetische Kriegsgefangene gab es viele in den Lagern. Die männlichen Häftlinge, die die Bordelle besuchten, waren auch keine jüdischen Häftlinge. Es waren keine sowjetischen Kriegsgefangene, sondern auch zumeist deutsche Häftlinge. Und deswegen hat die SS versucht, zumeist Frauen, deutsche Frauen für diese Lagerbordelle zu besuchen. Jedoch waren die meisten Menschen, die das Bordell besuchten, in dem Lager eine sehr, sehr kleine Minderheit. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb das Thema nach dem Krieg so unwahrscheinlich stark tabuisiert wurde. Nach dem Krieg gab es eine Zeit, wo zunächst über das Thema gesprochen wurde, dann aber relativ schnell setzte ein Schweigen ein. Und das Schweigen setzte ein, weil viele Frauen sozusagen gemerkt haben, dass sie nicht über sexuelle Gewalt sprechen können oder teilweise auch sie als Kollaborateurin, gerade Frauen aus der Sowjetunion oder aus Polen, von anderen Mithäftlingen stigmatisiert wurden. Was aber noch viel wichtiger war, ist, dass in den Bordellen viele Frauen waren, die sogenannte Asoziale waren. Es waren keine politischen Frauen, keine Frauen mit einem roten Winkel, sondern dem sogenannten schwarzen Winkel der Asozialen. Und diese Frauen haben nach dem Krieg keine Entschädigung bekommen. Und das trifft sowohl zu für die Bundesrepublik Deutschland, also Westdeutschland, als auch für die ehemalige DDR. Dort nämlich, und das haben nicht bereits die deutschen Nachkriegsstaaten entschieden, sondern das haben bereits schon die Alliierten entschieden, wurden nur Häftlinge entschädigt und rehabilitiert, die sogenannte politische Häftlinge waren, die aus rassischen Gründen oder eben aus Gründen der Religion verfolgt wurden. Und die sogenannten asozialen Häftlinge waren immer ausgeschlossen. Und das eben auch, da waren viele Frauen drunter, die in den Lagerbordellen waren. Frauen in den Lagerbordellen hatten also sozusagen niemals das Recht, sich als Opfer zu verstehen. Und diese Politik setzte sich eigentlich fort bis zu diesem Jahr. Was nämlich passierte ist, dass immer wieder, also ab den 90er Jahren, versucht haben, verschiedene Organisationen sich einzusetzen für die Frauen, dafür zu kämpfen, dass sogenannte asoziale Frauen oder auch überhaupt asoziale Häftlinge, sogenannte, nach dem Krieg rehabilitiert werden. Das aber allerdings passierte erst in diesem Jahr. Denn es gab in diesem Jahr im Bundestag ein Gesetz. Und dieses Gesetz erlaubte sozusagen zum ersten Mal, dass die vergessenen Opfer der KZ entschädigt werden oder zumindest rehabilitiert werden und als diese Opfer auch verstanden werden. Und das war sozusagen für uns der lange Kampf hatte endlich einen Sinn, nämlich oder hatte einen Erfolg gehabt. Das Problem ist eben nur, dass die Opfer der sogenannten Lagerbordelle fast alle verstorben sind, höchstwahrscheinlich alle verstorben sind. Die Zahl der Frauen, und ich mache mal gleich weiter ein bisschen, die Zahl der Frauen, die in den Lagerbordellen waren, waren ungefähr 200 Frauen insgesamt. Man muss verstehen, es gab 10 dieser Bordelle und in diesen Bordellen waren viele Frauen die gesamte Zeit des Bestehens eines Lagerbordells und somit summiert sich ungefähr die Zahl auf ungefähr 200, 210, höchstens 220 Frauen waren in diesen Lagerbordellen. Wir können heute anhand der Akten der SS sehr, sehr gut auch die Frauen benennen mit Namen, können auch ihre Haftgründe, ihre Herkunft, ihr Alter sehen. Und deswegen ist sozusagen, trotz des Tabus, was lange auf diesem Thema lag, ist die Opfergruppe der Frauen, die in diesen Lagerbordellen arbeiten mussten,
sehr, sehr gut dokumentiert und auch also wie fast keine andere Opfergruppe. Mhm. Ich möchte zum Schluss vielleicht noch einige der Bilder zeigen. Ich hatte schon gezeigt, die Baracke von außen. Hier sehen wir gerade ein Bild eines sogenannten Schlafzimmers, wo die Frauen über Nacht bleiben mussten in diesen Bordellen. Wir sehen ganz viele Blumen überall und einen Schäferhund an der Wand, was sozusagen eine häusliche Situation darstellen sollte, was natürlich völlig absurd ist, weil der wichtigste oder der schlimmste Raum der Baracke war eben dieser sogenannte, dieses Bordellzimmerchen, wo die Frauen sozusagen abends nach Ende des Arbeitsalltags in den Lagern auf die männlichen Häftlinge warten mussten. Mhm. Ich habe noch ein anderes Bild, ich habe noch einige andere Bilder vorbereitet. Dieses ist ein Prämienschein, also die offizielle Lagerwährung. Mit diesem Prämienschein konnten sich die männlichen Häftlinge den Zugang zum Bordell erkaufen. Sie mussten dafür bezahlen. Das ist ein Schein von einer Reichsmark und zuerst kostete das 2 Reichsmark und dann 1 Reichsmark, was eigentlich auch der Preis für die Straßenprostitution zur Zeit des Dritten Reichs war. Es gab auch den sogenannten Bordellschein, denn die männlichen Häftlinge mussten sich registrieren, sie mussten um Erlaubnis bitten und solch einen sozusagen bürokratischen Vorgang durchlaufen, um sozusagen selber das Bordell besuchen zu dürfen. Es gibt glücklicherweise auch Bilder von Frauen und ich scheue mich immer sehr, diese Bilder zu zeigen, weil ich möchte eigentlich nicht sozusagen, dass das gewisse Gesichter zu Ikonen der sexuellen Gewalt werden. Auf der anderen Seite ist es eben auch so, und ich glaube auch in unserem heutigen Kreise, auch ganz wichtig zu verstehen, wovon wir reden. Wir reden von Frauen, wir reden von Menschen. Und das sind Bilder von 3 verschiedenen Frauen. Es gibt noch mehr Bilder. Ich habe die mal ausgewählt, weil die erste Frau ist eine russische Frau, die zweite aus Polen und die dritte ist eine deutsche Frau. Diese Frauen auf diesen Bildern wussten noch nicht, was ihnen passiert. Diese Bilder wurden aufgenommen von ihnen, als sie nach Auschwitz gebracht wurden. Das sind diese erkennungsdienstlichen Fotos. Und zu diesem Zeitpunkt war ihnen noch nicht klar, was wenige Monate später passieren würde, nämlich dass sie für ein Bordell selektiert wurden. Mhm. Diese Frauen haben überlebt, wie die allermeisten Frauen der Konzentrationslagerbordelle. Und ganz zum Ende, und damit ist, glaube ich, meine Zeit auch schon abgelaufen, ja. Möchte ich noch was sagen, und zwar zu der Darstellung. Viele Jahre lang war das Thema ein totales Tabu in der Geschichtswissenschaft. Es war ein Tabu bei den Gedenkstätten, aus den Gründen, die ich vorhin schon genannt habe. Seit der Wiedervereinigung haben die meisten KZ-Gedenkstätten ihre Ausstellungen überarbeitet. Und erst seit diesem Tag gibt es Ausstellungen zu diesem Thema. Und das hier ist eine Ausstellung des ehemaligen Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück. Und diese Ausstellung, und das ist ganz wichtig, ist eine Wanderausstellung, die auch in Englisch vorliegt. Mittlerweile ist das Thema auch Teil der Ausstellung. Und was ganz wichtig ist, ist, dass keine Bilder von Frauen gezeigt werden. Weil nämlich immer wieder die Bilder von Frauen sozusagen auch verwendet werden, stigmatisiert werden Frauen, weil sie Opfer von sexueller Gewalt sind. Und dieses Thema auch eben durch verschiedene sensationalistische Medien wie Filme immer wieder sozusagen hochgekocht wird. Und das wird halt den Frauen nicht gerecht. Mhm. So. Ja, danke Robert für diese sehr spannende Einführung. Nun zum Prozedere. Es wird nachher noch die Möglichkeit geben, auch für unsere Gäste, für unsere Teilnehmer hier dann auch Fragen zu stellen. Ich habe aber jetzt noch also schon eine Frage einer Zuhörerin, die fragt nämlich, Robert, was es mit diesem Ausdruck asozialer Häftling, was es damit auf sich hat und das vielleicht nochmal zur Begriffsklärung. Ich glaube, das ist ganz wichtig zum Verständnis. Mhm. Das kommt ja hier an dieser Stelle noch mit rein. Die sogenannten asozialen Häftlinge waren Häftlinge, die faktisch als soziale Außenseiter, muss ich in Englisch reden oder Deutsch? Deutsch. Die soziale Außenseiter waren gewissermaßen. Das heißt, die Häftlinge wurden eingesperrt, weil sie nicht zum Arbeitsdienst gingen, weil Frauen zu viele Kinder hatten, weil der Vater Trinker war. Es wurden aber auch Frauen eingesperrt als sogenannte Asoziale, die Prostituierte waren. Und der Grund, das ist ein bisschen schwierig, Prostitution war im Nazireich nicht verboten. Mhm. Was verboten war, war die Straßenprostitution. Frauen, die Prostituierte waren im Dritten Reich, mussten sich registrieren lassen und in Bordellen arbeiten und sich zweimal die Woche auf Geschlechtskrankheiten untersuchen lassen. Hat eine Frau das nicht getan, wurde sie verhaftet. Beim dritten Mal kam sie danach in ein Konzentrationslager. Mhm. Die SS hat eben ganz bewusst versucht, eben auch Frauen, die sogenannte Asoziale waren, für den Bordelldienst zu rekrutieren. Und das hatte noch einen zweiten Grund, weil viele Frauen, die als sogenannte Asoziale eingesperrt waren, schon zwangssterilisiert waren. Das heißt, die SS musste sich keinerlei Gedanken um Verhütung machen.
Kannst du noch mal ganz kurz spezifizieren? Unser Chef Walter Kaufmann fragt auch, für welche Art von Verbrechen wurden diese Frauen verurteilt? Also viele Frauen, also das wissen wir nicht ganz genau, weil sozusagen wir wissen, dass sie als sogenannte Asoziale eingesperrt wurden, wissen aber nur in wenigen Fällen, zum Beispiel, also eine Frau, die hat sozusagen sich vom Arbeitsdienst entfernt, die hat sich der Kontrolle entzogen. Wir wissen auch von einigen Prostituierten, dass sie eben dieses sich nicht sozusagen der staatlichen Registrierung unterworfen haben, um sozusagen independent und frei ihr Leben versuchen zu leben. Man darf ja auch nicht vergessen, im Dritten Reich war die Arbeitszwang. Das heißt, die einzige Chance, als Frau independent zu leben und Einkommen zu haben, ist sozusagen, sich über halt die Prostitution irgendwie durchzuschlagen, unter anderem. Okay. Und so sind halt viele Frauen eben ins Lager gekommen dadurch. Okay, vielen Dank erstmal. Das werden wir nachher noch vertiefen. Ich gebe jetzt an Irina weiter, die unsere vierte Panelistin vorstellen wird mit ihrer Präsentation. Ja, danke schön. Also jetzt machen wir zum Teil einen Schwung, weil wir jetzt viel mehr über Gewalt sozusagen, der den Frauen von den Feinden, sogenannten Feinden, angetan worden ist, wie im Holocaust. Hier geht es bei Aida Papikian, geht es um Unrecht und Gewalt gegenüber sozusagen den eigenen Frauen im eigenen Staat. Also über die Frauen, die also sozusagen zu politischen Opfern geworden sind während des Krieges in Armenien. Aida? Ja. Das yes. Wort. Can you hear me? Ja, yeah. Können Sie mich hören? Ja. Okay, ich versuche das hier kurz mit dem Bildschirm noch zu regeln. Wir sehen noch gar nichts. So. Okay. Ja, jetzt. So. Ja, vielen Dank für diese Einführung. Meine Präsentation dreht sich um die Frauen im Zweiten Weltkrieg, die unterdrückt wurden. Meine Forschung stützt sich auf zwei Hauptquellen, die elektronische Datenbank der Opfer der sowjetischen Unterdrückung in Armenien. Und um Ihnen die Besonderheiten einmal darzustellen, der weiblichen Repression im Zweiten Weltkrieg, habe ich eine Grafik erstellt, in der man noch einmal die Dynamik besser erkennen kann. Nach Geschlechtern aufgeteilt, hier sehen wir die Jahre und die Jahre und dazu im Verhältnis die Haftbefehle und die Verhaftungen. Das ist recht ähnlich im Vergleich zu anderen Sowjetrepubliken. Hier sehen wir einen höheren Anteil an Frauen, die Opfer der Repression wurden. Die Männer waren öfter oder eher Gewaltopfer, zumindest während der stalinistischen Zeit. Wir sehen hier drei wichtige Spitzen bei Männern und zwei bei Frauen. Aus der Grafik kann man erkennen, dass die männliche Repression während des großen Terrors ganz besonders bedeutend war, also während der stalinistischen Zeit, während bei den Frauen der wesentliche Ausschlag auf die Grafik hier während des Zweiten Weltkrieges verzeichnet werden konnte. 792 Frauen wurde von 41 bis 45 unterdrückt. Das sind also 66% der Frauen, die während der sowjetischen Zeit unterdrückt wurden. Das sind ungefähr 1200 Frauen. Das lässt sich teilweise erklären dadurch, dass die Frauen dass die Männer natürlich der sowjetischen Armee beigetreten sind und der Anteil der Frauen im Gulag stieg von 7% im Jahr 1941 auf 26% bis ins Jahr 1944. Melanie Illich hat sich verschiedene Opferrollen angeschaut. Wir haben die direkten Opfer, die unterdrückt wurden, und die indirekten Opfer. Das sind oft Familienangehörige von Familien, die
als Täter betrachtet wurden, die zwar selber nicht unterdrückt wurden, aber es gab dort gewisse Einschränkungen der sozialen Freiheit. Wenn man sich die Frauen anschaut, kann diese Klassifikation nicht unbedingt angewendet werden. Auch wenn sie unterdrückt wurden, dann konnte man sie meist als indirekte Opfer bezeichnen oder einordnen, unabhängig von den Arten der Anschuldigung. Hier sehen wir also die verschiedenen Vorwürfe, die man Frauen während des Weltkrieges machte. Frauen wurden der Durchführung antisowjetischer oder faschistischer aufrührerischer Tätigkeiten bezichtigt, Verbreitung von Gerüchten, Flucht aus Arbeits- oder aus Arbeitslagern, das Ausspionieren von anderen Mitgliedern der Familie der Mutterlandsverräter, Deserteur, Frauen, Schwestern oder Kinder. Das sind die letzten drei Gruppen, die hier besonders von Interesse sind, weil die eben selbst keine Straftaten begangen haben, aber Familienmitglieder oder Ehefrauen von den als solchen bezeichneten Straftätern waren. Darauf würde ich mich gern noch einmal beziehen. Die Familienangehörigen der Mutterlandsverräter, das war die größte Gruppe während des Zweiten Weltkrieges. Dort geht man von 598 Frauen aus, nur 308 kamen ins Exil und 209 wurden dann freigelassen oder zumindest frühzeitig entlassen. Die Frauen kamen 5 Jahre ins Exil nach Nord- und Süd-Kasachstan, Novosibirsk und in die nördlichen Regionen. 93 Frauen, das ist die zweitgrößte Gruppe, wurden der antisowjetischen Propaganda bezichtigt und der Verbreitung von Gerüchten, während in den Vorkriegsjahren nur 21 dieser 106 Frauen aufgrund dieser selben Anschuldigungen dieser Taten bezichtigt wurden. Es gab also dort viermal, also die Zahl der Verhaftung war viermal so hoch. Man kann davon ausgehen, dass diese Gruppe der Frauen im Gefängnis landeten, eben aufgrund dieser Taten. Es gibt eben aber auch noch andere Umstände, die dazu geführt haben, dass diese Zahl so angestiegen ist. Eine der Frauen wurde zum Beispiel bezichtigt, Gerüchte und Panik zu verbreiten. Man hatte aber dann herausgefunden, dass die Wohnung untersucht hatte, weil es im Haus nach Schweinefett roch. Der Vater arbeitete nach Aussagen der Tochter in einer Bäckerei und dort könnte man sicherlich die Ursache finden. Meine Zeit schon abgelaufen. Vielleicht kurz noch zusammenfassend in zwei Sätzen. Ja, Sie können AIDA noch ein bisschen, ja. Sorry? Ja, продолжайте. Еще немножко можно. Das Kriegsthema scheint künstlich mit den Anschuldigungen verbunden. Und diese Kriegssituation wurde oft als Möglichkeit genutzt und als Möglichkeit, diese Unterdrückung eben auszuführen. In den beobachteten Fällen waren die Frauen ein Gegenstand, ein Zielobjekt für Repressionen. Unabhängig von der Art der Anschuldigung wurden Frauen in fast allen Fällen im Zusammenhang mit ihren Ehemännern, Vätern und Brüdern verhaftet, womit man davon ausgehen kann, dass sie zumeist indirekte Opfer waren. Und das war es auch schon von mir. Sie können gerne Fragen stellen. Unten können Sie bei Q&A, Questions and Answers, Ihre Frage eingeben. Es kommen auch schon einige Fragen hier an. Und wir haben ungefähr noch eine halbe Stunde. Dann müssen wir leider zu einem Ende kommen. Aber jetzt erstmal hier im Panel noch eine Frage. Irina, hast du noch eine Nachfrage an AIDA? Nein.
Ich würde, bevor wir dann auf die Publikumsfragen eingehen, ganz gerne nochmal in die ganze Runde hineinfragen. Es gab vorhin eine interessante Frage heute Nachmittag im ersten Panel. Wir bewegen uns ja zwischen mehreren Rollenbildern. Das hatten wir ja auch bei der Ankündigung formuliert. Also zwischen den Opferrollen natürlich, die Sie alle hier dargestellt haben, aber auch natürlich mit der Rolle zum Beispiel der Partisaninnen, die Adela am Anfang beleuchtet hat, also eher eine Heldinnenrolle. Und es gab vorhin im Panel die interessante Frage, ob es darüber hinaus auch noch andere alternative Narrative gab. Also jene, die sich zum Beispiel mit Alternativen zum Krieg auseinandergesetzt haben, die sich zum Beispiel für Friedensoptionen eingesetzt haben, also jenseits der Opfer- und der Heldinnen-Narrative. Vielleicht könnten Sie alle dazu aus Ihren, ganz kurz, wenn etwas zu sagen ist, aus Ihren Kontexten auch noch etwas zu sagen. Diese Frage fand ich sehr spannend und auch einfach nochmal etwas weitreichender. Vielen Dank. Gab es da irgendwas, Martha oder Aida oder Robert, Adela vielleicht? Im ehemaligen Jugoslawien gab es wirklich irgendwie Frauen. Wir hatten vorhin von der Kollegin gehört aus Belgrad. Robert meldet sich. Ja, wunderbar, Robert. The narrative in Germany, in both Germanys. Die Narrative in Deutschland, in Ost- und Westdeutschland, war hauptsächlich von Kriegsgefangenen dominiert. Kriegsgefangene, die aus anderen Gründen inhaftiert wurden. Also diese asozialen, homosexuelle und die Kriminellen. Und die hatten keine Stimme. Und das betrifft Deutschland auf beiden Seiten. Und in diesem Jahr hat sich das geändert, da sie auch als Opfer anerkannt werden. Aber die Homosexuellen mussten tatsächlich sehr, sehr lange dafür kämpfen, dass sie als solche akzeptiert werden. Bis in die 70er Jahre war Homosexualität tatsächlich noch illegal in vielen europäischen Ländern. So war die Narrative, wurden tatsächlich von diesen Kriegsgefangenen dominiert und das war eher so eine heldenhafte Erzählung. Und wir als Historiker versuchen eben auch andere Erzählweisen zu finden. Und die Anzahl der Asozialen und der Kriminellen, die tatsächlich bereit sind, darüber zu sprechen, war sehr gering. Und das hat tatsächlich erst in den 90er Jahren angefangen. Die Historiker dann auch versucht haben, diese Menschen aufzuspüren. Wir wollen das nun mit einfließen lassen in die Erinnerungskultur, auch ganz besonders in der Gedenkstätte in Ravensbrück werden diese nun endlich wieder auf den Plan gebracht und ihnen eine Stimme verliehen. So, vielleicht zwei Sätze dazu. Diese ganze, würde ich sagen, Verneigung des Krieges, Pazifismus, die war dann eher nach dem Kriege entstanden und ganz massiv. Und wurde natürlich in den sowjetischen in dem sozusagen sowjetischen Sprachgebrauch nicht so verwendet. Man sprach von dem bürgerlichen Pazifismus, aber nie wieder Krieg. Und das war echt. Und daraus konnte auch propagandistisch etwas gemacht werden, zu sagen, also von der kommunistischen Partei und so. Weil dieser Krieg, sogar wenn man in diesem Krieg gewonnen hat, wurde sowieso als ein verfluchter Krieg. Als schrecklicher Krieg, als unglaubliche Tragödie, als nie wieder. Also alles nur, und das, es gab sogar ein Sprichwort sozusagen in dem sowjetischen Nachkriegs sozusagen Gebrauch. Все что угодно, только не война. Alles nicht nur den Krieg. Also deshalb kam das sozusagen aus dieser Einstellung. Und natürlich waren, das muss man ja auch sagen, dass die Frauen, auch Männer, aber die Frauen natürlich in diesem Sinne, also die Tragenden, also dieses Gedankens waren. Ja, ja. Danke, Irina, noch einmal. Nochmal an unser Publikum. Hier kommen auch viele Fragen an derzeit. Sie können aber einfach auch die Hand heben unten auf der Zoom-Leiste und sich dann hier in die Podiumsdiskussion einbringen. Wir haben jetzt zwei Teilnehmer. Das ist einmal Werner Schumkova. Ja, Elena, bitte. Sie müssen sich einmal entmuten und dann können Sie Ihre Frage stellen.
Добрый день. Я всех приветствую. Очень рада, что у нас получился эта встреча. Ja, guten Tag. Ich freue mich, dass dieses Treffen geklappt hat. Meine Frage ist an AIDA. Sehr spannend. Wir haben ja unser Panel über auch die Kunst begonnen, die Kunst als Zugang zum Krieg. Wir wissen in Russland nicht so viel über Armenien. Gibt es in Armenien Beispiele, wie dieses Thema in den Medien oder in der Kunst verarbeitet wird? Danke für die Antwort. Ich möchte gerne russisch antworten. Für die Frage, danke. Es ist schwierig, kurz über die Medien und über Kunst zu sprechen. Ich glaube, in den Medien kann man über die Deportation der Armenier nachlesen, aber auch nicht so viel. Das Thema ist eher in den Hintergrund gestellt, auch das Thema der Repressionen in Armenien. Und was die Kunst betrifft, würde ich vielleicht Folgendes sagen. Es gibt eine Frau, die mit einem armenischen Schriftsteller verheiratet war. Beide wurden Repressalien unterzogen während des großen Terrors, während dieser Welle. Und ihre Memoiren sind erhalten geblieben, wo sie auch über die Repressalien schreibt, als Teil in ihrem persönlichen Leben. Und das sind sehr spannende Fakten, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte. Mhm. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke für die Frage. Ich habe jetzt Gagik einfach kurz. Ja, Sie müssen, genau, und die Frage stellen. Herzlich willkommen hier. Vielen Dank. Meine Frage ist an Herrn Sommer. Und zwar hätte ich folgende Frage gestellt. Es betrifft die Rolle der Frauen im Krieg, die als Aufseherinnen zum Beispiel zum Einsatz kamen. Wir haben ja alle den Namen Hildegard Neumann oder Frau Gräse gehört. Und ausgehend davon, dass ihre Grausamkeit teilweise auch über sämtliche moralischen Schranken hinausging, es mag paradox klingen, aber ich zähle diese Frauen auch zu einer gewissen Kategorie der Opfer des Krieges. Ihr Vortrag ging ja auch über alltägliches Leben in den Konzentrationslagern. Ich würde gern wissen, gibt es auch Untersuchungen über Schicksale dieser anderen Frauen? Neben der nationalsozialistischen Ideologie, gab es vielleicht noch andere soziale oder psychologische Gründe, die diese Monsterfrauen geschaffen haben? Vielen Dank. Robert, die Frage. Ja, vielen Dank für die Frage. I answer in English, maybe that's better, right? Okay. So we have these vielleicht iconic, antworte ich auch auf Englisch. We have these iconic figures. We have Irma Gräse, we have Ilse Koch. Yeah. Those women who are known as these cruel or blonde beasts, and we know this because und wir wissen das. Wir wissen das aufgrund von Aussagen, die sie gemacht haben, auch der Dokumente über die Prozesse. Und wir wissen das auch durch die Gefangenen. Wir wissen daher, wie grausam sie sich verhalten haben. Und das ist wirklich unglaublich. Aber es gibt natürlich auch eine andere Seite der Frauen, die in Konzentrationslagern gearbeitet haben. Ich sage häufig, dass die Grenze zwischen gut und schlecht nicht zwischen den Gefangenen und den Aufsehern langläuft. Es gab natürlich grausame, aber auch angenehme Insassen und auch bei den Aufsehern. Also diese Frauen haben natürlich auch versucht, ein Einkommen zu generieren. Sie haben es als ganz normale Arbeit betrachtet. Und das wissen wir häufig auch aufgrund der Prozesse. Wir wissen auch durch die Prozesse von diesen grausamen Monstern. Aber es gibt natürlich auch Frauen im Endeffekt, die sogenannte normale Aufseher und Aufseherinnen waren. Und das sieht man auch anhand der Zeugenaussagen. Also da muss man wirklich unterscheiden. Und da möchte ich Sie auffordern, es gibt derzeit Forschungsarbeiten, die in Ravensbrück stattfinden und auch ein Projekt, insbesondere zu den Aufseherinnen und Aufsehern. Und das ist wirklich ein komplexes Thema. Deshalb kann ich hier keine einfache Antwort geben.
Aber es gibt natürlich gute und schlechte Menschen überall und da gibt es auch unterschiedliche Motivationen bei denjenigen, die als Aufseher fungiert haben. Mhm. Vielen Dank. Ja, es ist schwierig, irgendwie in dieser Komplexität irgendwie kurz zu antworten. Dankeschön, Robert. Wir haben hier noch eine weitere Wortmeldung. Frau Peto. Thank you very much. I really enjoyed the presentation. Vielen herzlichen Dank. Ich fand die Präsentation wirklich schön und ich das mit dem Oberthema der Konferenz zusammenbringen, weil das bringt mich zurück zu der Diskussion, die aufgebracht wurde, nämlich, dass diese Konferenz versucht, alternative Geschichten, alternative Narrative zu finden und dieses Thema Frauen im Zweiten Weltkrieg ist natürlich ein Thema, das in den vergangenen Jahrzehnten schon betrachtet wurde. Natürlich gab es viele Stereotype, Frauen als Krankenschwestern und in anderen Bereichen. Die Frage ist, wo kommen diese Geschichten her? Weil in diesem Panel wir zumindest auch die Quellen gesprochen haben, die Historiker und andere nutzen, aber die Quellen, die sie nutzen, also Robert und Martha, das sind auch Dokumente der Täter. Und diese werden dann als wahre, als echte Dokumente gesehen. Und in der Session davor hatten wir die Oral History-Aussagen, also diese mündlich überlieferte Geschichte. Das sind eigentlich die richtigen, die wahren Geschichten. Das heißt, wo kommen diese neuen Geschichten jetzt her und wie können wir diese sehr leeren Stereotype loswerden, um dann zu überwinden, dass diese Geschichten, die wahren Geschichten, nicht erzählt werden. Vielen herzlichen Dank. Ja, kurz an Martha. Martha, vielleicht ganz kurz antworten. Wir haben noch drei Wortmeldungen darüber hinaus. Vielen herzlichen Dank, Andrea, für diese Frage. Also ich denke, ja, die meisten Geschichten von Zeugenaussagen, mündlichen Zeugenaussagen und viele Historiker, die sich mit dem Thema heute befassen, sind darauf angewiesen. Aber kürzlich habe ich auch sehr eng mit Unterlagen über Prozesse nach dem Krieg, der Sowjetunion, zu tun gehabt. Und da ging es viel um sexuelle Gewalt. Ich habe Berichte gefunden über bestimmte Orte in der Ukraine, wo die sexuelle Grausamkeit vieler Menschen beschrieben wurde, insbesondere am Anfang des Zweiten Weltkriegs, insbesondere wenn es um diejenigen geht, die als nationale Helden betrachtet werden und die später Teil der nationalistischen Bewegung geworden sind und auch die sexuelle Gewalt und Brutalität mit sexueller Ausprägung, die von Nachbarn, von nicht-jüdischen Nachbarn beispielsweise an jüdischen Frauen verübt wurden. Also ich denke, dass wenn man diese spezifischen Quellen analysiert, eine breitere Perspektive bekommt. Also wir können etwas erfahren über verschiedene Formen der sexuellen Gewalt, über unterschiedliche Motivationen und ein komplexes Bild generieren, weil es auch Geschichten gibt, wo Täter sexueller Gewalt heute als Unterstützende, als gute Personen betrachtet werden, die Juden geholfen haben beispielsweise. Und natürlich muss man auch die Dringlichkeit in Bezug auf sexuelle Gewalt überdenken, insbesondere wenn es um Zwangsprostitution geht. Also ich spreche jetzt nur aus meiner Perspektive. Ich habe mit diesen spezifischen Quellen zu tun, und ich möchte auch betonen, dass ich selbst mehrere Dutzend Interviews durchgeführt habe mit nicht-jüdischen Zeugen, insbesondere in der Ukraine. Und sie sprechen sehr viel über sexuelle Gewalt und über ihre Position als Zuschauende sozusagen, als diejenigen, die das beobachtet haben. Und viele dieser Geschichten sind uns heute noch unbekannt. Also ich denke, dass es da sehr viel gibt, das wir noch untersuchen können und müssen. Und wir müssen noch viele Fragen beantworten. Ja, danke. Wenn ich da noch einmal das aufgreifen kann,
Es ist sehr gut, dass Sie diese ganzen Dokumente haben, aber wenn man sich die Quellen anschaut, jüdische Männer beispielsweise, die über jüdische Frauen gesprochen haben, mit den KGB-Ermittlern, dann werden diese häufig als wahre Quellen betrachtet. Also das wollte ich einfach nur hervorheben, dass man hier teilweise eben auch die Aussagen der Täter als wahre Aussagen betrachtet. Ja, vielen herzlichen Dank. Das ist natürlich sehr wichtig, dass Sie das zur Sprache bringen und alle, ja, gut, jede Quelle muss natürlich kritisch betrachtet werden. Danke, Martha. Das war nochmal ein sehr wichtiger Hinweis, eben auch nochmal zur Täterperspektive. Wir haben jetzt hier noch eine Meldung, ganz kurz, bevor wir die anderen Teilnehmerinnen da aus dem Publikum also reinschalten. Adela wollte sich, glaube ich, zurückmelden. Adela? Wir haben noch 10 Minuten. Adela, wolltest du darauf reagieren? Ja, dann bitte kurz das Mikrofon anschalten. Gut, das war jetzt nur eine Sache in der Mitte dieser Aussagen. Also ich wollte da etwas eigentlich hinzufügen, nämlich dass, also ich habe ein großes Problem, dass nämlich diese Frauen als übermächtig dargestellt werden, dass ihre Geschichten, dass sie verletzend gesungen haben und durch den Wald getragen sind, dass sie quasi in ihr eigenes Grab gesprungen sind. Und da gibt es diese Geschichten über die Märtyrerinnen oder Nationalheldinnen. Und das ist ein bisschen problematisch, weil natürlich 100.000 in Jugoslawien gekämpft haben. Und ich denke, heute und auch nach dem Krieg und in den Büchern und in den Geschichten war es schwierig für normale Frauen, sich mit solchen übermächtigen Frauen zu identifizieren. Aber die Wahrheit ist, dass die meisten dieser Frauen aus dem ländlichen Raum kamen. Es gab 100.000 insgesamt und es sollte leichter sein, sie zu identifizieren, weil sie auf ihre Art und Weise alle Heldinnen waren. Also ich wollte jetzt nur eben was zur Frage sagen nach den Heldinnen und ob es da ein Narrativ irgendwo dazwischen gibt. Ja, danke nochmal, Adela. Das war nochmal irgendwie die jugoslawische Perspektive. Ich habe jetzt hier noch zwei Wortmeldungen. HP, ich weiß nicht, wie Sie sich nennen. Die Dame mit den Buschellocken. Vielleicht können Sie sich kurz vorstellen und kurz sagen, wie Ihr Name ist. Dankeschön. Stellen Sie sich vor, ja. Hallo, mein Name ist Haya Pipakian. Ich freue mich, dass ich hier teilnehmen kann und auch unter diesen Bedingungen mit Covid-19. Ich habe zwei kurze Fragen. Meine erste Frage, die habe ich jetzt an vorbereitet für Adela Lustig. Ich bin Historikerin, nebenbei gesagt. Und meine Frage an Adela Jusic ist, vielen herzlichen Dank. Also das Video fand ich wirklich großartig. Ist es öffentlich zugänglich und ist es möglich, dieses Video zu teilen? Und zweitens ist, haben Sie jemals die Gelegenheit gehabt, es gegenüber dem Stadtrat oder anderen öffentlichen Ämtern oder Behörden zu fördern oder dort weiterzugeben, weil ich denke, dass der Zweite Weltkrieg eine sehr politisch aufgeladene Frage heutzutage ist und es wäre wichtig, dass man an die Menschen denkt, die dort gekämpft haben und das ist eine Frage, also es geht natürlich auch um die Genderfrage und so weiter, also das ist etwas, was ich selber beobachtet habe und auch in Bezug auf die Feierlichkeiten am 8. Mai zuletzt und jetzt möchte ich nur ganz kurz noch meine zweite Frage stellen. Meine zweite Frage geht an Aida Papikian. Ich war wirklich fasziniert hinsichtlich der Ergebnisse der Forschung und ich würde gerne wissen, ob es diese Informationen auch, ob die auch zugänglich sind und auch die Frauen, die verurteilt wurden und ins Gulag kamen. Also waren das staatlich organisierte Verhaftungen?
Und jetzt noch eine kurze Frage mit Blick auf Armenien. Also gibt es... Also zwei Fragen können wir jetzt... Irgendwelchen? Zwei kurze Fragen. Adela und Aida, ganz kurz noch. Der Schnack Zusammenhänge. Ganz kurz noch. Also ganz kurz, es gibt dieses Video beschreibt und das ganze Projekt beschreibt, was wir hier machen. Also das ist natürlich auch das Thema der gesamten Konferenz und alles, was Sie heute hier sehen. Sie können das morgen auch nochmal sehen. Und zur zweiten Frage, ich habe mich entschieden, keine Behörden oder Ämter zu benachrichtigen. Ich habe damals mit einem Verband zusammengearbeitet. Das hat natürlich alles viel Geld gekostet. Und es ist natürlich auch schwierig, dann die Kosten dafür zu übernehmen, wenn man mitten in der historischen Innenstadt so einen Grabstein dort einfach hinstellt. Und dann wäre es natürlich total witzig zu wissen, ob jemand da überhaupt ein Interesse dran hat und jemand überhaupt merkt, dass dieser Grabstein da steht. Und er steht jetzt seit 3 Jahren da und bisher scheint es niemand gemerkt zu haben. Es ist ganz hübsch, sieht so aus, als würde der da wirklich hingehören. Er steht da mitten im Gras und sieht tatsächlich aus wie ein richtiges Grab. Aber ich habe da schon relativ viel drüber gesprochen, habe die Dokumente auch offengelegt, habe da Vorlesungen gehalten in verschiedenen internationalen Settings und das ist auf großes Interesse gestoßen. Ja, Adela, ich glaube, den Filmlink können wir auch nachher teilen. Ja, das ist richtig, ne? Ja. Okay, wunderbar. So, die letzte Frage an Ja, ich denke. Genau, die letzte Frage an Aida und dann müssen wir hier leider allmählich zum Ende kommen. Aida, kurze Antwort noch als Schlussstatement hier in der Runde. Okay, thank you for your question. Ja, vielen Dank für die Fragen. Hallo, HP. Ich würde sagen, auch wenn es schwierig ist, einen Unterschied zu sagen, ob die Verurteilungen auf Denunzianten zurückgeht oder ob das auf dem Staat beruht. Aber bei den unterdrückten Menschen, ganz besonders bei den Fällen im Bereich der aufrührerischen Tätigkeiten und der Verbreitung von Gerüchten, da gab es sicherlich Denunziationen von seitens der Nachbarn, der Mitarbeiter und so weiter. Also diese Fälle gab es mit Sicherheit. Das kann man zum Teil sehr gut nachverfolgen, dass sich da die Nachbarn und Nahestehenden gegenseitig angekreidet haben. Ja, wunderbar. Ja. Dankeschön. Irina, vielleicht noch eine kurze bevor wir zum Walter ins Büro in Berlin wieder einschalten, wollte ich noch zusätzlich etwas sagen. Vielleicht ein paar Sätze. Es ist, warum wir auch noch einmal zurück, warum wir wirklich also Frauen gewählt haben zu unserem Thema. Weil natürlich waren auch die Männer Opfer des Gewalts. Und nun ist es vielleicht wichtig, nochmal zu unterstreichen, dass der Krieg, auch, natürlich Gulag, den wir nur am Rand erwähnt haben. Aber natürlich, hier ging es hauptsächlich um den Krieg. Der Krieg, wenn es sogar ein Verteidigungskrieg, ein existenzieller Krieg ist, entmenschlicht Menschen. Es ist tägliche Gewalt. Es ist tägliche Gewalt, Dreck, Schmutz. Und deshalb, und die Frauen waren auch aus der physiologischen oft Gründen, aus ihrer Natur sozusagen, also dann mitten, wenigstens in der Roten Armee war das so, auch im Holocaust natürlich, das ist überhaupt sozusagen außer Grenzen jeder menschlichen Auffassung. In diesen Schrecken, in diese Gewalt reingesteckt. Und das Schlimmste war, dass man Gewalt von Seiten auch den eigenen oft. Deshalb habe ich diese Frage über Partisaninnen gestellt. Denn plötzlich, dieser Krieg, der so grausam ist,
der enthumanisiert die Menschen. Und man betrachtet dann Frauen auch oft als Objekte, auch die Frauen, die neben dich ja kämpfen. Deshalb ist das oft eine ganz schreckliche Diskrepanz in der Erinnerung, auch bei Partisaninnen, auch bei unseren Kriegsteilnehmern, den Svetlana Alexejewitsch, die wir hier auch erwähnen sollten, wenigstens am Ende, der Krieg hat kein Frauengesicht, als Erste gemerkt hat, dass die Frauen gefesselt sind zwischen diesem heroischen Mythos, den sie sozusagen verkörpern müssen, und dem, was sie wirklich erlebt haben, und zwar von den eigenen Männern, sozusagen, die mit ihnen zusammen ja gekämpft haben. Weil, wie gesagt, im Holocaust, Gewalt von Tätern, das lässt sich doch irgendwie, das kann man auch nicht menschlich erklären, aber es lässt sich irgendwie verstehen, ja, in diesem Zusammenhang. Aber indem man sozusagen Gewalt erlebt, als Frau, einfach von den, so diese blanke Gewalt, von den Männern, die eigentlich also als Schutzfiguren stehen sollen. Das ist natürlich unglaubliche Enthumanisierung. Und Folgen dieser Enthumanisierung und Folgen dieser Gewalt und das, was die Frauen erlebt haben. Und die Männer, die mit diesen Gewalterfahrungen zurückgekommen sind ins normale Leben und die nicht sozusagen, man muss sich diese Generationen vorstellen, in Polen, in Russland, in der Sowjetunion, in Deutschland auch von den Männern. Also diese nicht ausgesagte, die nicht psychologisch nicht durchgearbeitete Gewalt, sie hat sich natürlich auf die Familien und wiederum auf die Frauen auch noch nach dem Kriege ausgewirkt. Und ich glaube, wir leben auch in der Gesellschaft mit vielen Folgen von dem, was dann damals weggefegt worden war, auch von den Frauen selbst, um einfach zu überleben, auch in dieser Nachkriegswelt. Also deshalb glaube ich, aber vielen Dank nochmal also für diese verschiedenen Sichtweisen. Und jetzt zu Walter nach Berlin. Walter? Ja, ganz herzlichen Dank an dieses wunderbare Panel und an Marion und Irina. Zum Abschluss nochmal einen schönen guten Abend von Berlin. Ich bin Walter Kaufmann, Leiter der Ost- und Südosteuropa-Arbeit hier in Berlin von der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt und berührt persönlich von diesem Gespräch. Die Beschäftigung, die Aufdeckung oder die Bearbeitung von Tabus kostet Kraft und tut oft weh, selbst noch 2 bis 3 Generationen später. Ich glaube, das ist oft auch mit ein Grund, weshalb um diese Themen noch heute sehr große Bögen gemacht werden. Und was ich auch sehr spannend fand in der Diskussion, ist ja, dass unter Tabus oder durch die Ausgrenzung durch Tabus sind betroffen Geschichten, Perspektiven, die sowohl die aktive Rolle von Frauen beleuchten, wie die passive Rolle. Also Frauen als Kämpferinnen, wie Partisaninnen in Jugoslawien oder Frauen als Opfer sexueller Gewalt, vielfacher anderer Gewalt spielen in der Geschichtsschreibung bis heute kaum eine Rolle. Sehr spannend fand ich auch die Frage nach den alternativen Narrativen, ob wir noch Wege finden, jenseits dieser Dichotomie von entweder Heldin oder Opfer, wo sind die Perspektiven auf Frauen, die Widerstand leisteten, auf Frauen, die ihren Alltag irgendwie bewältigten. Hier ist noch sehr vieles, glaube ich, nachzuerzählen und aufzuarbeiten und zu forschen. Was mir vor allen Dingen gefällt, ist, dass wir dieses Gespräch führen mit über 150 Menschen in ganz vielen verschiedenen Ländern und ich kein einziges Mal das Gefühl hatte, dass wir uns nicht verstehen, weil wir aus so unterschiedlichen Ländern kommen, sondern dass hier tatsächlich ein gemeinsames Gespräch über Perspektiven auf Zeitgeschichte stattfinden kann. Ich würde diese letzten Minuten gerne nutzen, um Sie zu bitten, 2, 3 von Ihnen haben vielleicht Lust, sich spontan nochmal zu melden und auf die Frage zu antworten, wie hat es Ihnen gefallen? Was nehmen Sie für sich mit und was sollen wir als Heinrich-Böll-Stiftung mitnehmen von Ihren Anregungen. Wenn sich 2, 3 melden, dann nehmen wir sie gerne der Reihe nach
kurz dran für ein kurzes Feedback. Und alle anderen möchte ich gerne bitten, jetzt die Q&A-Funktion zu nutzen, nicht für technische Fragen, sondern diesmal jetzt tatsächlich für ein kurzes inhaltliches Feedback. Was hat Ihnen gefallen? Was nehmen Sie mit? Und was wollen Sie uns mit auf den Weg geben? Gibt es bereits Meldungen? Dann freue ich mich über die erste Meldung zu einem kurzen Feedback. Ja, ich melde mich nochmals. Ich finde es großartig, was Sie gemacht haben. Ich finde es wichtig, dass wir die beiden Narrative Täter und Opfer behandeln. Und ich wünsche mir sehr, dass Frauen sich ermächtigen, aus ihrem Erfahrungshorizont und aus ihrem Erfahrungsschatz heraus konsequent das Wozu in den Mittelpunkt zu stellen, nämlich für eine friedliche Welt. Und das fände ich wunderbar, wenn man das auch in der Forschung und in der Diskussion ganz stark in den Mittelpunkt stellt. Danke. Ganz herzlichen Dank. Ich glaube, Frau von Bohm war Ihr Name, wenn ich mich richtig erinnere. Die nächste, die ich sehe, ist... Meine. Die nächste, die ich sehe, ist Lena Schemkova, ein bekanntes Gesicht aus Moskau. Lena, du hast das Wort. Haben Sie vielen herzlichen Dank. Ich möchte ebenfalls bestätigen, dass dieses bei weitem nicht einfache Format uns gelungen ist. Und es ist wichtig, dass wir dieses Format nicht einbüßen, ohne dabei zu vergessen, dass persönliche Treffen doch wichtiger sind. Ich hoffe sehr, dass sie noch stattfinden werden. Aber es ist wirklich eine seltene Gelegenheit, bei der Menschen aus 35 Ländern zusammenkommen. Also durch persönliche Treffen ist so etwas kaum möglich. Das ist das Erste, was ich zum Ausdruck bringen wollte. Und der zweite Punkt. Bei unserem Gespräch heute kamen viele Bereiche zum Anklang für unsere weiteren Treffen. Und gerade das hinterlässt einen sehr guten Eindruck. Haben Sie vielen Dank. Ich glaube, wir sind alle müde. Wir haben insgesamt mehr als drei Stunden einer Zoom-Konferenz beigewohnt. Wir wissen alle, wie anstrengend es ist, so lange auf Bildschirme zu gucken. Wobei ich zugeben muss, ich bin nicht sonderlich müde, weil das Zugucken hat mir selbst Spaß gemacht. Interessante Gesichter mit sehr interessanten Beiträgen. Ich möchte mich bei Ihnen allen ganz, ganz herzlich bedanken fürs Mitmachen. Für uns ein großes Experiment. Wir waren natürlich sehr aufgeregt hier, eine Konferenz, die wir veranstalten, einmal jährlich, wo wir uns freuen, dass aus 13, 14 Ländern unsere Gäste hierher kommen, plötzlich ins Internet zu verlagern. Eine ganz neue Konferenztechnologie, sie so offen wie nur irgendwie möglich zu gestalten. Ich hoffe, es ist uns soweit gelungen. Wir waren zum Höhepunkt über 270 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das ist für uns auf jeden Fall ein großer Grund zur Freude. Ich möchte mich ganz herzlich noch einmal bedanken bei den Übersetzerinnen und Übersetzern, dass das so gut geklappt hat. Und stellvertretend für alle, die mitgewirkt haben, meiner wunderbaren Kollegin Nina Happe. Vielen Dank und Ihnen allen einen schönen Abend.